Koffer bin ich gesessen, vor dem Spiegel schaue drin und sehe dort drin einen Spiegel, wo an der Wand ist vis-à-vis. Und dort drin wieder spiegelt sich der Spiegel da vor mir und in dem Spiegel wieder um der Spiegel hinterfür. Und so ging weiter, es war wie ein langer Korridor, in dem mein Kopf bis hundertfach von hinten und von vor. Ich war aufgeregt in einer Kolonne, zuhinterst ist der Kopf. Ich habe ihn nicht mehr kennt, so klein war wie ein Guffenknopf. Mein Kopf, der hat sich dort in Weite, stellt euch das vor. Verloren in Unendlichkeit vom langen Korridor. Ich habe mich selber hinten gesehen, verschwinden, habe das gesehen. Am heiter hellen Vormittag und wie wenn nichts wäre geschehen. Vor Klopf habe ich mein Maul aufgesperrt, da sei im Korridor. Gerade 100 Müller mit aufgegangen wie ein Männerchor. Ein Männerchor aus mir allein, ein scheiben gespässiges Gefühl. Ein metaphysisches Gruseln hat mich gepackt im Coiffeurgestühl. Ich hatte Servietten von mir gerissen und geschoren sofort. Das Coiffeurgeschäft verlassen mit ein paar entschuldigenden Worten. Und wenn ihr findet, ich sollte ein bisschen mehr zum Coiffeur gehen, dann könnt ihr jetzt verstehen, warum ich da eine Hemmung habe.